Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sonntag und damit Zeit für ein neues Kreativvideo. Und während ihr dieses Video seht, befinden wir uns auf dem Weg nach Dänemark. Vielleicht sind wir auch schon angekommen oder sind gerade auf der Fähre oder stehen an der Fähre an. Es ist ja im Moment viel los dort. Und gleich vorab, wir werden wahrscheinlich unterbrochen werden, weil Sven sitzt nebenan noch beim Friseur, jetzt wo ich dieses Video drehe, und kommt gleich nochmal vorbei und will mir mit ein paar Sachen helfen, Pappe wegbringen etc. Deswegen werden wir wahrscheinlich unterbrochen werden. Aber ich will schon mal anfangen mit Videodreh, weil noch sind die Temperaturen erträglich und diese Karte muss bis 12 Uhr im Briefkasten sein, weil mein Neffe hat am Montag Geburtstag und das ist seine Geburtstagskarte. Und wie ich die gemacht habe, das möchte ich heute mit euch oder das zeige ich euch heute, weil es ist nicht nur die Karte, die sieht ja recht simpel aus, denn hier drinnen befindet sich noch ein kleiner Gutscheinkartenhalter. Er kriegt keinen IKEA-Gutschein, sondern ich habe hier schon, das habe ich gestern noch besorgt, seinen Geschenkgutschein. Der junge Mann ist 33, was will man da großartig schenken? Und im Online-Kaufhaus findet man immer irgendwas, was man gebrauchen kann. So, wir fangen mal an mit der Karte. Und zwar, das ist ja eigentlich der interessante Faltmechanismus. Ich habe jetzt in diesem Fall ein Stück Farbkarton in Marineblau. Der ist geschnitten auf 5,5 Inch mal 10 Inch. Die Zentimetermaße blende ich euch ein. Und wir falzen. Wie gesagt, die Zentimetermaße sind eingeblendet. Ich bin ja, kriege ich es heute nochmal hin, den richtig rumzulegen? Ich bin ja ein Inch-Bastler, deswegen. Wir falzen einmal, das muss ich ganz kurz gucken, nicht, dass ich die Maße durcheinander haue. Einmal bei 4,1 Inch und 5. Und dann drehen wir das Ganze um und wiederholen das und falzen wieder bei 4,1. Und die 5-Inch-Marke ist quasi die, die wir eben schon gezogen haben. Dann wird das Ganze gefalzt. Die mittlere Falzlinie, dass wir die Karte zusammenfalzen. Und jetzt entgegengesetzt die beiden äußeren Falzlinien. Und dann entsteht hier so ein M. Das ist der ganze Zauber. Jetzt legen wir uns die mittlere Falzlinie zusammen und dann stanze ich mir mit der Stanze klassisches Etikett meine Gutscheinkartenhalterung, also da, wo die Gutscheinkarte reinkommt. Also ihr könnt jetzt entscheiden, wollt ihr es oben, wollt ihr es unten, wollt ihr es in der Mitte, je nachdem, wo ihr eure Stanze ansetzt, befindet sich dann auch die Gutscheinkarte. Und ich mache das jetzt einfach mal so frei Schnauze. Und lege mir diese Falz hier rein, dass ich dann so etwa 1 bis 2 Millimeter tief in die Falz reinstanze. Das reicht jetzt noch nicht, um die Karte darin zu platzieren. Deswegen setze ich die Stanze nochmal an und gehe so 1,5 Zentimeter weiter. Schaue, dass ich hier in der Verlängerung von meiner Ausstanzung bin. Und setze sie nochmal an und dann sollte es auch passen. So, das passt da rein. Und jetzt wird geklebt. Ich nehme mir das Abreißklebeband und platziere das einmal an so einer durchgehenden Falzlinie. Das schließt mir die Karte in diesem Bereich. Und dann setze ich nochmal links und rechts neben der Falzlinie das Klebeband an. Das bildet mir dann quasi, erstens kriege ich hier ein bisschen mehr Stabilität in diesem Kniff hin, also in dieser Falz. Und es baut mir dann quasi auch ein bisschen meinen Tunnel, wo ich die Karte reinstecke. Ich bin jetzt hier ein bisschen weit rüber geraten. Aber das kann ich mir auch noch ein bisschen zurechtfummeln. So. Und dann klebe ich mir das zusammen. Ziehe einmal kräftig mit dem Falzbein nach.
und habe dann meine Aussparung, die muss ich beim ersten Mal noch mal ein bisschen öffnen. Das steckt sich später leichter rein. Beim ersten Mal ist es ein bisschen frickelig. Beim zweiten Mal geht es schon einfacher. Und habe da dann meine Gutscheinkartenhalterung. Das könnt ihr quasi mit jeder Karte machen und dann gestalten, wie ihr es gerne hättet. Ich habe jetzt hier quasi für einen jungen Mann ein bisschen was Frischeres. Für gesetzte Farben ist er dann doch noch zu jung mit seinen 33 Jahren. Das Witzige ist, er ist ja am 17. August geboren und es war, als er geboren wurde, die gleiche Konstellation wie in diesem Jahr. Das habe ich mir so leicht merken können. Da fiel der 16. August, das war nämlich sein eigentlicher errechneter Geburtstermin, auf einen Sonntag und ich war im Urlaub. Ich war ja 14, war ich 14, 15, im Urlaub in Thüringen bei meiner Tante und dann haben wir den Sonntagsgarten geguckt auf ZDF, Sommergarten. Wie das Ding auch heißt. Und da hatten sie ein Elvis-Spezial, weil es war nämlich der 10. Todestag von Elvis. Deswegen kann ich mir auch gut merken, wann Elvis gestorben ist. Nämlich 1977 am 16. August. Und mein großer Neffe ist am nächsten Tag erst geboren. Aber er wäre eigentlich an dem Tag geboren. Und das war ein Montag. Und dieses Jahr ist es auch ein Montag. Kleiner Fun-Fact nebenbei. So, ach nee, das habe ich mir schon vorbereitet. Guck mal. Ich habe mir jetzt aus dem Designerpapier, das ist, wenn man quatscht, ne? Meine Muster, so gemustert, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ich habe es euch eingeblendet. Diese bunten Farben, mit denen wir auch mit dem Papier haben wir in der letzten Woche auch schon gearbeitet. Da habe ich mir jetzt einfach mit meinen bestickten Rechtecken so ein buntes Teilchen hier ausgestanzt. Das wird meine Kartenfront. Hier habe ich es ein bisschen gedeckter genommen. Und dann habe ich noch ein weiteres Stück Designerpapier mir aus dem Paket genommen in diesem Jade. Hier habe ich das gemusterte Designerpapier, das war mein Probestück genommen, aber wir bleiben mal im gleichen Designerpapier in Jade. Und dann habe ich hier so ein Gutscheintaschenimitat gebastelt. Das lässt sich jetzt nicht verwenden, weil ihr werdet es gleich sehen, es ist dann auch zugeklebt, aber so könnte man natürlich auch eine Gutscheintasche oder so eine Tech-Tasche oder für was auch immer man verschenken möchte, basteln. Das zeige ich euch vielleicht gerne auch nochmal in einem anderen Video, vielleicht in einem Quick-Tipp. Aber heute geht es erstmal darum, das Grundprinzip, seht ihr dann auch, das ist geschnitten auf 6x6 Inch und wir kürzen uns das an einer Seite und zwar in diesem Musterverlauf auf 5,5 Inch. Ich gucke nochmal auf meine Karte, ja, auf 5,5 Inch. Zentimetermaße sind eingeblendet, aber ihr könnt das auch anpassen, so wie ihr es wollt, weil ihr seht dann auch das Prinzip. Und ich lasse die 5,5 Inch auch hier oben angelegt und falze jetzt einmal bei ein Viertel Inch, das mache ich auf dieser Seite, lässt sich besser anlegen, und bei 3,75. Der Punkt, Entschuldigung, 3,75 wäre hier. Jetzt habe ich es vergeigt. Aber das sieht man gleich nicht. Also, es geht darum, dass ihr hier drüben, wenn ihr so eine Tasche bildet, in etwa in der Mitte landet, um das dann hier zu schließen. Das ist das, was wir auch gleich sehen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass ich mich jetzt hier verfalzt habe. So, dann drehe ich das Ganze um 90 Grad und falze es bei auf einer Seite bei 1,25. Das wird diese Lasche. Drehe das Ganze um und falze nochmal bei 3,75 Inch. Es ist noch gar nicht so heiß und ich verhaspel mich, aber es ist früh am Morgen. Es ist die erste Amtshandlung heute. So, und jetzt nehme ich mir die Schere. Die langen Falzlinien sind diese und jetzt schneide ich mir hier leicht schräg auf allen vier Seiten die Ecken heraus. Ihr könntet das hier auch gerade schneiden und die Ecken abrunden, je nachdem, wie euer Umschlag aussehen soll. Ich habe es jetzt einfach mal in der eckigen, in der angeschrägten Variante gewählt. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich hier die richtige erwische. Oh, die Falzlinie sieht man doch, ist aber nicht so schlimm. Das geht dann doch noch ein bisschen unter. So.
Das ist jetzt quasi der Umschlag. Ne? Den brauchen wir aber nicht als Umschlag, deswegen können wir ihn auch ganz einfach zukleben. Den Schließmechanismus, das zeige ich euch gerne mal in einem Quick-Tipp. So. Und auch das kleben wir zu. Also das ist unser Umschlag für den Tag. Nun bräuchten wir ja hier so einen kleinen Kreis, um diese Lochverstärkung zu machen. Wir haben aber keine kleine Kreisstanze mehr. Deswegen, kleiner Trick. Ich schiebe das mal beiseite. Nehmen wir mal die Big Shot hierher. Unsere Buchstaben, mit denen arbeiten wir ja ohnehin gleich, um den Text für die Karte zu gestalten. Und da haben wir natürlich auch Kreise drin, nämlich hier als Inlay von dem O. Das ist nicht wirklich kreisrund, das ist ein bisschen eierig, wenn ihr das seht. Also es ist kein gleichmäßiger Kreis, sondern mehr ein Oval. Aber das fällt dem Betrachter gar nicht so auf. Ich habe nämlich sowohl diesen Kreis als auch diesen mit einem O gemacht. Und da wir die Buchstaben schon mal draußen haben, habe ich jetzt hier auch gleich nochmal Farbkarton in Marineblau, weil wir damit die Buchstaben stanzen. Und da habe ich mir die Klebebögen, ein Blatt von den Klebebögen dahinter gesetzt. Dann können wir die nämlich gleich wie Sticker aufkleben. Unsere neue Stanzmaschine, die steht hier für Linkshänder. Habe ich euch erklärt, schaut mal hier oben unterm i, ab 1. September ist die erhältlich. Die kleine braucht noch ein bisschen, die ist noch in der Produktion und wir alle wissen, dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig. Das hat sich alles ein bisschen verzögert. Das Schöne ist, wir brauchen das O ja ohnehin, das heißt, wir können das O komplett verwenden, nämlich auch mit der Ausstanzung. Und ich habe gedacht, wir machen mal hier, mein Neffe ist jung genug, um das in Englisch zu schreiben. Oh, happy B-Day. Das heißt, ich rutsche mir hier auch gleich in einem Rutsch nochmal die Buchstaben mit durch. Manche haben wir auch doppelt. Ich suche mir die mal zurecht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir meine Schriftzüge, also meine Buchstaben ausgestanzt, die ich brauche. Ihr seht hier das Innenteil vom O. Das werde ich ja gleich hier verwenden. Und ich habe mir aus einem dieser Reststücke, die wir ja weggeschnitten haben für den Umschlag, auch noch ein O ausgestanzt, weil wir den Kreis auch gleich noch brauchen hier für den Tag. Und den Tag habe ich mir einfach schon mal vorgeschnitten. Der ist, glaube ich, 2¼ Inch, also 6 cm in der Breite. Und dann habe ich mir hier oben den Tag, ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt, schaut mal hier unterm i, ein Loch rein. Und den werde ich mir einmal prägen, damit er nicht ganz so langweilig ist. Der ist ja auch bloß als Hintergrundelement da. Und dafür nehme ich mir die 3D-Prägeform antikes Papier. Also ich schneide mir erst den Tag, dann präge ich ihn. Wir verändern hier bei der Big Shot, bei der Stanz- und Prägemaschine, da muss ich echt noch lernen, den Aufbau, die Grundplatte, das ist ja unsere Prägeplatte, dann die 3D-Prägeform und diese graue Zusatzplatte, die Spezialplatte, die ist quasi das Pendant zu der blauen Prägeplatte, die ich euch hier schon mal gezeigt habe, ist das gleiche Prinzip, das gleiche Maß. Könnt ihr da also gerne nochmal gucken. Und jetzt kommt mein Mann und ich werde einfach nochmal das hier, bleib hier. Und ich werde das jetzt einfach nochmal zusammensetzen und dann melde ich mich gleich wieder. Tschüss. Ach, mein kleiner Scherzkeks. Ja, ich habe gedacht, er war nämlich zwischenzeitlich schon mal hier, hat die Pappe geholt, aber jetzt hat er noch was mit nach Hause genommen. Das heißt, wir können hier auch so ganz normal weitermachen. Er hat nur was mitgenommen noch. Für zu Hause. So, wir sammeln uns, bevor wir weitermachen. Ach, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das Schöne an dieser Pappe, auf der diese kleinen Stanzformen sind, ist, dass ihr für jeden Buchstaben euren Platzhalter habt. Dadurch könnt ihr das gut wieder draufsetzen und seht sofort, wenn euch ein Buchstabe fehlt,
bitte erst das wegräumen, aufräumen, gucken, dass ihr alles habt, bevor ihr euren Müll wegbringt. Ne? So kleine Teilchen, das wäre ärgerlich, wenn genau ein Buchstabe fehlt. So, wir machen aber weiter. Ich nehme mir jetzt dieses O. Oder das Innenteil von dem O. Da habe ich ja sogar hier die Klebefolie noch hinten drauf. Das ist heute wieder ein Videodreh. Aber ihr seid quasi live dabei. Das hat doch auch was. So. Die Stempel- und Perforiermatte. Und da mache ich mir jetzt einfach hier ein Loch rein. Da könnt ihr auch von unserem Aufhebhelfer, der hat ja auch diesen Spitzenaufsatz. Und dann nehme ich mir einfach Musterbeutelklammern. Die findet ihr im Schreibwarenhandel, in jeder Post. Also das ist das Prinzip von Brads. Das Loch ist noch nicht groß genug. Und da ziehen wir uns die einfach durch. Und schon haben wir unser Gestaltungselement für die Kartenfront. Wir können uns das auch schon einmal zusammenkleben. Darauf achten, dass wir hier die Karte richtig rumlegen. Jetzt wird es schon wieder warm. Ich habe keinen Lüfter an, aber den werde ich gleich anmachen. So, jetzt gucken wir mal, wie rum wir es legen. Ich denke, so rum, dann haben wir hier oben ein bisschen mehr Farbe in der Ecke. Es liegt richtig rum. Dem Kind geht's gut, es wird nicht geschlachtet. Auch wenn es so klingt. So, ich habe mir jetzt hier natürlich auch gleich noch ein O ausgeschnitten, bevor ich es einmal gestanzt hatte. Am besten ist es, man macht vorher das Loch, stanzt dann das O aus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt auch so hin. Einigermaßen platziert. Das wäre schön. Aber wir können es ja jetzt auch nochmal durchstanzen, so möglichst in die Mitte legen. Es wird jetzt nur ein bisschen Sauerei. Gucken da. Und dann mit einer Lochstanze. Boah, passt schon. Und da ziehe ich mir jetzt gleich noch ein Band durch und dann nehme ich dieses hier. Das kommt im Doppelpack mit. Boah, ich bin nicht schlecht vorbereitet. Ich habe mir das einfach nur so aus dem Regal gegriffen. Gucken wir mal. Ach hier, das ist das Dreierpack, jede Menge Muster. Das passt zu dem Designerpapier. Da gibt es das in Jade, in Flieder, so mit einem Ombre-Effekt und das dünne blaue Band in Marineblau. Da nehmen wir uns einfach nur ein kleines Stück. Ziehen uns das hier einmal durch. Jetzt habe ich Klebemittel an den Finger. Keine gute Kombination, wenn man auch noch schwitzt. Und damit das fixiert ist und nicht wegrutscht, nehme ich mir einfach noch einen Glue Dot. Ist falsch rum drin. Andersrum. Den setze ich mir hierher. Und dann kann ich mir damit nämlich gleich das Band fixieren. Himmel, was fummel ich mir heute ein zurecht. Samstagmorgen ist, glaube ich, nicht die beste Zeit zum Videodreh. Aber jetzt müssen wir eigentlich nur noch zusammenfügen. Das Schlimmste haben wir geschafft. Das Schwierigste, das Fummeligste. Es ist nur noch ein bisschen jetzt Klebemittel an den Finger. Hier habe ich auch gekleckst, das ist nicht so schlimm. Hier kommt jetzt ein bisschen meine Falzlinie mit rüber, aber ich glaube, das ist nicht wirklich schlimm. Nö, das wird weitestgehend verdeckt.
Ich kleckse heute ein bisschen mit meinem Klebemittel, weil es ist so flüssig durch die Wärme. Schlüpfrige Scheißerlein, echt ey. So, und jetzt kleben wir einfach nur noch. Oh, happy day. Den Text auf. Und das haben wir uns ja quasi wie Sticker gestaltet. Da können wir jetzt einfach drauf loslegen. Das O habe ich jetzt im Querformat. In den Zeichen sind auch, oder in den Buchstaben sind auch so Zeichen wie Anführungsstriche, die wir als Kommata umfunktionieren können. Oder aber auch das Gleichheitszeichen, was wir als Bindestrich kombinieren können. Und man kann die Buchstaben auch einfach ein bisschen versetzt und ein bisschen hüpfend arrangieren, also so ein bisschen nicht in gerader Linie, dann wird es noch ein bisschen lustiger. Kommt dem Geburtstagscharakter dieser Karte auch mehr entgegen. Juhu! Fast geschafft. Die Kartenvorderseite haben wir fast fertig. Wir hätten jetzt noch Platz für ein bisschen Schnickeldi. Und da habe ich jetzt die Abziehen und Aufkleben, das ist auch schön. Ach, hier oben steht's. Die Harzakzente, jede Menge Muster, passt also auch in die Produktreihe rein. Und ich fand ganz nett diese gelben dazu. Hier als kleinen Akzent, aber hier packen wir sie auch mal in Gelb mit drauf. Und auch hier oben die in Gelb. Ich hatte jetzt kurzzeitig überlegt, ob ich dann hier oben die in Jade draufsetze, aber nö, muss nicht. So. Nee, der muss jetzt da bleiben. Kriege ich den noch ab? Nein, der muss auch da bleiben. Wo ist er jetzt hin? Weg. Welche Größe war das denn, die mittlere? Da ist nämlich noch das Klebemittel drauf geblieben. So. Das heißt, wir lassen es so. Für die Karteninnenseite habe ich auch noch ein bisschen gestempelt und da habe ich mir nicht das Stempelset, was es zu den Buchstaben als Bundle mit dazu gäbe. Ihr könnt die Produkte auch einzeln bestellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es haben muss. Ich habe es der Vollständigkeit halber mit dazu genommen, weil ich diese Sprenkel für Hintergründe auch ganz nett finde. Oder überhaupt Muster kann man ja auch immer gebrauchen, auch im Scrapbooking-Bereich. Ich habe mir jetzt einfach nochmal das Stempelset Hurra dazu genommen. Damit haben wir ja letzte Woche auch schon gearbeitet. Das verlinke ich euch mal hier unterm i. Und dann nehme ich mir einfach Hurra, du hast Geburtstag. Da. Und setze mir das hier mit her. Ich habe das hier sogar noch auf den Blöcken drauf. Ich nehme mir mal eben, leg mir das hier her. Das ist flüsterweißer Farbkarton, den ich auch mit den bestickten Rechtecken ausgestanzt habe. Mach mir hier einfach eine kurze Linie, damit ich mich besser orientieren kann. Und dann wird gestempelt. Mit Marineblau den Text. Hurra, du hast Geburtstag. Und dann habe ich hier auch noch die Luftballons. Und da nehme ich mir einfach Jade. Currygelb und wo haben wir denn Jade? Wo ist es denn? Hier. Den setzen wir dahin. Dann haben wir Currygelb.
Da kommt der hin. Dann brauchen wir noch Schiefergrau. Und diesmal stanzen wir uns die Schleifen nicht aus, sondern es gibt sie auch als Stempel. Und dann gibt es auch noch dieses Ballonband als Stempel. Und das Ballonband machen wir mal zuerst. Und da klebe ich mir hier einmal grob den kleinen Ballon ab. Ihr könnt den natürlich auch einmal ausschneiden und richtig maskieren. Ich wollte ja nicht, dass der Stempel dann quasi da drauf kommt. Und dann können wir auch noch die Schleifchen damit hersetzen. Wunderbar. Und das ist dann quasi die Karteninnenseite. Auf Marineblau lässt es sich ja schwer schreiben, deswegen hätte ich es ohnehin gemattet. Und dann können wir auch gleich noch ein bisschen stempeln. Meine Linie radiere ich mir weg. Und dann klebe ich das in die Karteninnenseite. Und habe meine Karte fertig. Dann kommt mein Gutschein und ich habe hier den Gutschein, da habe ich mir auch einfach nochmal das Band drum gewickelt, weil ihr wisst ja, ohne Schleife macht sie es nicht. Und dann ziehe ich mir das hier einfach nochmal rüber. Zweimal rumgewickelt, Schleife gemacht. Ich mache das jetzt hier nicht extra auf, sondern setze mir das da. Nur so ein bisschen mit rein. Dann haben wir das Geschenk mit verpackt. Guck mal, der Preis oder der Wert des Gutscheins ist auch mit verdeckt. Und dann ist das meine kleine Gutscheinkartenidee. Wie ihr sie gestaltet, das könnt ihr ja zur Hochzeit auch noch gestalten. Tauscht die Stempelsets aus, tauscht die Motive aus und dann könnt ihr für jeden Anlass, wo ihr einen Gutschein verschenken möchtet, einfach so eine Karte nachbasteln. Das ist super einfach gemacht, ist ein schönes Prinzip, ihr habt das alles gut miteinander verstaut und dann kann das so auf die Reise gehen. Und damit verabschiede ich mich für heute und werde mir gleich den Lüfter anschmeißen. Wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und kreativ und bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Kleiner Erklärer nebenbei, habe ich vergessen. Hier habe ich nochmal mit dem Wink auf Stella Glitzer Pinselstift, ich weiß nicht, ob man das sieht, bin ich noch einmal über die Buchstaben rüber. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das kann man aber natürlich machen, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könntet vielleicht auch mit dem, wenn ihr sie ein bisschen aufploppen wollt, mit dem Crystal Effekt Schimmerglanz sie noch ein bisschen aufpoppen. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt bei kleinen Elementen wie Herzen. Das könntet ihr hier mit den Buchstaben auch machen und gut trocknen lassen und dann haben sie so einen schönen plastischen, im wahrsten Sinne des Wortes, Effekt. Also, das war nochmal meine kleine Ergänzung. Das hatte ich vergessen zu zeigen. Und jetzt aber wirklich, tschüss, macht's gut. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how.